Ihr seht das? Ja! Und ja! Ja, Mann, ich bin rüber! Geil! Geil! Aua! Und ein Stein auf dem Kopf! Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der C64 Spielzeit mit Andira. Das bin ich. Heute zeige ich euch das Spiel BC's Quest for Tires aus dem Jahr 1983. Publisher ist in Amerika Sierra Online und für uns hier in Europa Software Projects. Programmiert hat das Spiel Charles Benton für Sydney Development und das hat er ganz im Alleingang gemacht, denn auch für die Grafik ist er zuständig und für die Musik, ja, das werdet ihr gleich auch hören, da gibt es nämlich keine, da gibt es niemanden, da hat er nur so ein paar Soundeffekte gemacht. Aber gut, okay. Es handelt sich um ein Actionspiel, Joystick Import 2, ein bis zwei Spielerspiel, aber abwechselnd und wie so häufig ist das Spiel in englischer Sprache. BC, das ist die Abkürzung für Before Christ, also vor Christus. Und wem das jetzt bekannt vorkommt, ja, ich habe euch schon vor einiger Zeit mal ein Spiel gezeigt, was mit BC begann, und zwar BC Bill. Wer das noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch das mal unten in den Shownotes. Ja, auch hier geht es um Before Christ, und zwar um die Mini-Comics des Amerikaners Johnny Hart, die heißt nämlich BC und die veröffentlicht er seit 1958 täglich in amerikanischen Zeitschriften. In Deutschland wurden diese Comics in den 1980ern unter dem Titel Neander aus dem Tal abgedruckt. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch die ja. Es gibt in diesen Comicstrips mehrere Hände voll Charaktere, unter anderem die Hauptfigur BC, ein netter, aber naiver Neandertaler, Grog, ein starkes Wesen mit jeder Menge Fell und Thor, ein großer Erfinder, der unter anderem auch das Rad erfunden hat. Vor einiger Zeit habe ich mit dem guten Paddy von Paddys Retro-Kanal telefoniert. Grüße gehen raus an dich, wenn du das hier siehst, mein Lieber. Und er hatte mir von diesem Spiel schon ein paar Mal erzählt. Und zwar, dass das eins seiner ersten oder sogar sein erstes Spiel war, was er auf dem Commodore 64 besessen bzw. gespielt hat. Und ja, das war jetzt Grund genug für mich, das Spiel endlich mal aus dem Schrank zu kramen und selbst mal wieder zu spielen. Rombachs Spieleführer, ja, auch den habe ich wieder bemüht. Hier habe ich den ersten Band und dort sagt er, ein variantenreiches und schweres Spiel, mit dem erst nach einigem Üben und Probieren die ersten Erfolge eintreten. Ja, das hört sich ja spannend und nach einer Herausforderung an. Und deshalb würde ich sagen, machen wir gleich weiter, denn ein Cover habe ich euch heute auch wieder mitgebracht. Und diesmal ist es das Cover der Tape-Version, so wie es damals auch in England verkauft wurde. Das Cover, das wurde von niemand anderem als dem Schöpfer selbst, Johnny Hart, gezeichnet. Auf dem Cover unten links, da hat er sich mit Hart verewigt. Ein schönes Bild, wie aus einem Comic. Wer die kleinen Comics kennt, der wird sie sofort erkennen und sieht auch natürlich dann auch, ja, es handelt sich um BC. Also BC, die Comicserie. Links sehen wir Thor mit seinen braunen Haaren und dem Fellumhang und seinem Einrad, wie er gerade an einem Felsvorsprung zum Sprung über dem Abgrund ansetzt. Er ist schon in die Knie gegangen und hat die Hände nach hinten zum Schwungholen gelegt. Und auf der anderen Seite wartet schon sehnsüchtig eine blonde Frau mit langen Haaren, die es nicht erwarten kann, ihren Geliebten wieder in die Arme zu schließen. Die Hände, die hat sie ausgestreckt nach dem Motto, rette mich! Ein grimmig dreinschauender Dinosaurier hält sie allerdings fest im Arm und zieht sie gerade rückwärts zurück in seine Höhle auf der anderen Seite des Abgrunds. Und im Hintergrund ganz groß aus Stein gemeißelt der Name des Spiels, BC Quest for Tires. Ziemlich übersichtlich das Bild, also kein buntes Wimmelbild wie so häufig, aber das ist auch gar nicht weiter schlimm. Die Logos der beteiligten Firmen, die finden sich dann in der unteren Hälfte. Sydney Development als Entwicklerstudio und Sierra Online bzw. Software Project als Publisher.
Unten rechts in der Ecke dann noch gelb der Hinweis auf das System Commodore 64. Die Anleitung ist nur 2 Seiten lang und erzählt die Story des Spiels, gibt Ladeanweisungen und erklärt die Steuerung. Das alles ziemlich nüchtern und ohne Bilder, einfach nur Text. Ach gut, okay. Dann folgen aber 2 super bunte Seiten mit Gelb und Rot und Grün. Das ist der Kopierschutz dieses Spiels. Ja, dieses Spiel hatte mit 1983 auch schon einen Kopierschutz. Den werden wir dann gleich im Spiel sehen. Das Game wurde, wie eben schon erwähnt, von verschiedenen Publishern veröffentlicht. Neben Sierra Online in Amerika und Software Projects in England. Dann auch noch von weiteren. Außerdem natürlich mehrmals, und zwar als Re-Releases und auch als Budget-Releases im gleichen Jahr, also 1983 und auch in den Jahren danach. Das Spiel war nämlich ziemlich erfolgreich. Außerdem ist es auch vorhanden auf der Magic Disc 64 Ausgabe 10/1992. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich, das hatte ich damals im Abo, als ich das Ding kriegte, dachte ich, hey, das Spiel, das kennst du doch. Und dem einen oder anderen von euch geht das bestimmt auch so. Ja, das Game, das kam als Tape, aber auch als Floppy Disk und sogar als Cartridge auf den Markt. Kosten für die Tape-Version hier waren damals etwa 40 D-Mark. Und auf anderen Systemen, wie zum Beispiel für den Atari, kostete das Steckmodul ganze 140 D-Mark. Boah, ein stolzer Preis. Also, das hätten mir meine Eltern damals auf keinen Fall gekauft, hätte ich einen Atari besessen. Ja, aber jetzt genug geredet. Ich würde sagen, wir legen los. Load. Ja, hier habe ich euch mal den Loading Screen der Diskettenversion eingeblendet. Den gibt es auf der Tape-Version nämlich nicht. Also zumindest auf meiner, die ich hier habe. Daher zeige ich euch das jetzt mal hier außerhalb der Reihe. Auch die Cartridge-Version hat dieses Titelbild nicht. Obwohl das vom Speicher ja gepasst hätte. Auf Tape hätte das natürlich auch gepasst, dann hätte es halt wesentlich länger beim Laden gedauert. Aber gut, andere Spiele machen das natürlich auch. Wir haben hier auf dem Cover den gleichen Tor auf seinem Einrad wie auf dem Cover. Den erkennt man sofort wieder. Und er holt gerade zum Sprung über den Abgrund aus. Und auf der anderen Seite, da wartet dann der grimmig grüne Dinosaurier in seiner Höhle, bereit ihn zu verspeisen. Also da ist nichts mehr von der Freundin zu sehen. Thor hat eine große Geschwindigkeit drauf, denn er rast von einem speienden Vulkan im Hintergrund gerade heran und zieht eine Staubwolke hinter sich her. Eine Schildkröte hat er dabei auch schon umgefahren, die weiß gar nicht so richtig, wie ihr geschieht und die wirbelt da oben durch die Luft. Ein tolles, buntes Titelbild mit jeder Menge Text, da hat sich dann auch irgendwie jeder verewigt. Oben der europäische Publisher Software Projects, darunter der Name des Games BC's Quest for Tires. Links unten die Entwicklerschmiede Sydney und rechts daneben dann noch Rechteinhaber Sierra Online. Ah, bunt, ach, ist ja gut, aber hier steht mir einfach zu viel auf den Bildschirm und in zu vielen unterschiedlichen Schriftarten und Farben. Das ist mir viel zu wild. Ich hätte dem Titel wie auf den Cover in Stein gemeißelt dargestellt. Das wäre jetzt so eine Verbesserung, die ich vorgeschlagen hätte. Aber gut, okay, so aber haben sich damals wahrscheinlich alle gerangelt und wollten auf dem Titelbild erscheinen. Ja, nach nicht mal 2 Minuten ist das Spiel in den Speicher geladen. Dann kommt's zu dieser Passwortabfrage. Jetzt muss ich die Position E12 eingeben. Die muss ich hier in der Kassettenhülle nachschlagen. Da haben wir nämlich ein ganz buntes Sammelsurium. Und da sehe ich schon, das ist die 3131. Und Return muss ich drücken. Da sind wir schon im Spiel. Ja, Passwortschutz erfolgreich durchlaufen. So, ein ganz einfaches Titelmenü begrüßt uns da. Schwarzer Text auf gelbem Grund. Und neben den Namen des Spiels noch alle Beteiligten. Der Entwickler Charles Benton. Oh, da haben wir schon eine Heroes List, eine Highscore-Liste. Cool, so wie es mag. Und da scheint das Spiel schon loszustarten. Naja, der Thor steht in den Startlöchern. Aber ich wollte eben noch sagen, der Entwickler Charles Benton, der hat sich auch verewigt da im Titelmenü. Und zwar allerdings diesmal mit seinem Spitznamen Chuck. So, okay, jetzt aber kurz zur Story des Spiels und dann geht's auch wirklich los. Wir spielen den Neandertaler Thor, den Erfinder des Rads. Mit diesem sind wir auf der Suche nach unserer Freundin Q-Chick.
die von einem hungrigen Dinosaurier entführt worden ist. Der Weg ist steinig und hart und es gibt auf jeden Fall das ein oder andere Hindernis zu überwinden. Ja, und damit würde ich sagen, nicht lang schnacken, Joystick packen, wir legen los. Feuer, ja, und Feuer, da passiert dieses Mal hier nichts, denn wir müssen F1 drücken, F1 für ein neues Spiel. So, da geht's auch schon los. Wir können nach links, nach rechts, nach oben ist springen und in der Luft kann ich auch so ein bisschen nach vorne gehen und nach unten ziehen ist ducken. Ja, keine Musik, das hatte ich im Anfang schon gesagt. Das ist ein bisschen schade. Oh, hier haben wir jetzt so ein paar Sachen, Löcher. Egal, was ich mache, ich kann ruhig stehen bleiben. Ich kann nach links gehen, ich kann nach vorne. Hier muss ich unter einem Baum mich herducken oder hinter einem Ast. Unaufhörlich rollt der Bildschirm oder scrollt der Bildschirm weiter nach vorne und bumm, da habe ich den Ast schon vor die Birne gekriegt. Und ich versuche es hier gleich noch einmal, fange da auch wieder an bei den Bäumen. Ja, unten ganz kurz vielleicht die Statusleiste. Mensch, die schauen wir uns mal an. Und zwar die Anzahl Leben, und zwar in Rädern. Hier geht es nämlich um Rädern. Quest for Tires oder Wheels. So. Und zwar für den ersten und für den zweiten Spieler. Ich hatte nämlich gesagt anfangs, dass man das Spiel auch zu zweit spielen kann. Das kann man vorne im Titelmenü nämlich einstellen. Dann haben wir hier den Speed, der steht auf 40. Und diesen Speed, den kann man auch ja, schneller machen. Oh, indem man Feuer und nach vorne drückt. Also vorne in der Richtung, in die wir fahren. Hier so zum Beispiel. Seht ihr, jetzt werde ich schneller und ich kann auch noch schneller. Und Feuer und nach hinten, das lässt uns wieder etwas langsamer werden. Ja, und dann haben wir da noch die Punktzahl für Spieler 1 und 2. Und dann noch ganz rechts eine Highscore-Liste. Ja, und da rechts, da ruft immer jemand, Hilfe, Hilfe. Ja, das ist natürlich unsere Q-Chick, unsere Freundin, die wir befreien müssen. Ja, Schatz, wir kommen. Dauert noch ein wenig. So. Ja, und wir haben hier auf unserem Weg, ja, steinig und hart, hatte ich gesagt, oh, da muss ich jetzt rüber. Jetzt muss ich mal gucken. So, so. Ja, ja. Ah, da war ich zu langsam. Mann, Jump, Sucker. Und ich darf mich eintragen, das war's schon. Player 1, congratulations. Meine Initialien darf ich eintragen. Und zwar AND und Return. So, da sind wir. Platz 1, 490 Punkten. Die gilt's zu schlagen. Und ich bin angefixt. Ich würde sagen, wir spielen eine zweite Runde. Kurz vorher noch ein paar, ja, der Hindernisse. Ihr habt ja schon gesehen, wir hatten da Löcher, wir hatten da Felsen und wir hatten auch Bäume mit Ästen, Flüsse, später gibt es noch Lavagruben und Klippen, Steine, die von Bergen herunterrollen, auf und zu und alle möglichen Sachen, die noch kommen. Also Achtung, wir werden das gleich sehen. Und zwar drücke ich jetzt nicht F1, sondern ich wollte euch noch sagen, man kann hier im Startmenü auch noch ein paar andere F-Tasten drücken. Mit F1 kann man das Spiel halt starten und auch einen Restart machen, wenn man irgendwann mal nicht mehr weiterkommt und so frustriert ist, dass man sagt, komm, ganz von vorne anfangen. Auf die Idee würde ich ja nie kommen. Aber F3, damit kann man das Select, also das Level bzw. den Schwierigkeitsgrad selektieren. Und F5 sind die Anzahl der Spieler, ein oder zwei, und F7 ist Pause. Also wenn es mal wieder länger dauert, obwohl, das kann ich bei diesem Spiel mir gar nicht vorstellen, dass irgendwie was länger dauert. Und jetzt drücke ich F1 und wir fahren noch eine Runde. Wir fangen ganz langsam an hier, Speed 10. Ja, also ich kann natürlich jetzt auch schneller. So, 14. Ah, ja. Das Schöne ist, man kann sich echt in der Luft bewegen. Also springen und nach vorne. Ich mache nochmal ein bisschen schneller. Dann ist es nicht ganz so langweilig. Also zum Üben ist das ja ganz gut, ne? Vor allen Dingen, wenn man mit Kindern spielt. Ich weiß, der ein oder andere, der guckt meine Videos mit Kindern. Und ja, fangt einfach ganz langsam an. So, hier ist jetzt 40, der niedrigste Speed, den ich machen kann. Weiter runter nach hinten kann ich nicht gehen. Help, help, ja, ja. Und ansonsten ist es aber total egal. Es gibt nicht irgendwie mehr Punkte oder weniger, je schneller ich fahre. So, das ist halt ganz nach gut dünken. Der eine hat Bock, etwas schneller voranzukommen und ich kann mich mal wieder ein bisschen zurückfallen lassen. So, weiter zurück geht es nicht. So, jetzt kommen wir wieder an die Flussüberquerung. Ja, da haut die gute Dame schon, die da auf uns wartet. So, ja, jetzt aber schnell, zack, zack, zack und oh, schnell vorbei, bevor sie haut. Ja, Mann, ich hab's geschafft, ich bin vorbei.
So, es geht weiter. Ich mach mal ein bisschen schneller. Es geht wieder bei 10 los. Oh, einen Hügel hoch. So, was ist hier? Auch nicht schlecht. Erinnert mich ja total an Jungle Hunt. Das habe ich euch ja auch mal im Rahmen der C64-Spielzeit vorgestellt. Also wer das noch nicht gesehen hat, schaut euch das unbedingt mal an. Auch da haben wir nämlich hier so eine Hügel, den wir hochlaufen müssen. Und da kommen uns dann Gegenstände oder beziehungsweise Steine entgegengekullert. Witzig. So, ich mache mal ein bisschen schneller. Zack, 2 auf einen Streich. Gibt das extra Punkte oder was? So. Zack. Ah, warum kommt keiner mehr? Verdächtig. Oh, wir sind oben angelangt. Zack, zack. Ah, da kommt schon ein Vogel, der uns da begleitet. Was will der von uns? Also, an ihn heranspringen können wir nicht. Gut, dann halt nicht. Oh, Concentration. Help, help. Ja, ich bin auf dem Weg. Ah, und zack. Jetzt kann ich mich an den Vogel dranhängen. Hey, da gibt es auch eine kurze Melodie, wollte ich fast sagen. Ein Sound. Und jetzt geht's abwärts. Und hier brauchen wir jetzt Geschwindigkeit. Denn wir müssen Anlauf nehmen. Unten erwartet uns nämlich gleich wieder mal ein See, über den wir rüberspringen müssen. Und das mit dieser Geschwindigkeit kommen wir dann natürlich nicht rüber. Ne? Aber erstmal ein paar Hindernisse. Ah, Mann! Quest for Tires. Das heißt ja auf Deutsch, Suche nach Reifen oder frei übersetzt, auf der Suche nach Rädern. Also klar, hier steht jetzt Wheels, aber ja, damit sind natürlich die Leben gemeint, denn davon braucht man in diesem Spiel eine ganze Menge. So, und jetzt kommt kein Hindernis mehr, ich gebe mal Vollgas. Ihr seht das, ja, und ja. Ja, Mann, ich bin rüber. Geil. Geil, aua. Und ein Stein auf dem Kopf. Ah, Gott sei Dank. Hey, da muss ich auf jeden Fall ein bisschen weiter nach vorne kommen. Ein Leben habe ich noch. Ja, Leben kann man nie genug haben. So, schnell da drunter her. So, da auch hinterher. Ah, der. Zack. Ah, nein! Schon wieder. Mist. Gut, ach, ich darf mich eintragen. Ach, Mensch, ey. So, nicht nur das Level mit den Steinen bergauf ist so wie Jungle Hunt, sondern jetzt nenne ich mich auch nochmal den A, N, D und den D. Zack, auf Platz 1 da, die Klammer vorne, die zeigt's an, die spitz zulaufende, eckige Klammer. So, und ja, ich bin angefixt, will euch aber auch nicht langweilen. Ich glaube, ich spiele nochmal so eine ganz lockere Runde, wir haben ja schon ziemlich weit geschafft und ich erzähle euch dabei noch ein bisschen was. Und zwar F1. Nachfolger dieses Spiels hier ist übrigens BC 2 Grog's Revanche. Also wer das kennt, sollte man auf jeden Fall auch mal gespielt haben. Und dies hier, jetzt kommt eine Besonderheit, war übrigens das einzige Spiel von Sierra Online, das jemals auf dem ZX Spectrum portiert wurde, obwohl es von Sierra Online mindestens 15 andere Spiele gab, die auf dem C64 eine ähnliche Spezifikationen wie diese Spiele gehabt haben. Das heißt also, das wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Warum man nur dies hier umgesetzt hat, ich weiß es nicht. So. Aua. Jetzt habe ich noch 4 oder beziehungsweise 3 Leben. Komm, wir machen mal ein bisschen Speed. Ja, gut, okay. Dafür muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren und mal eine stille Runde spielen. Machen wir das mal. So, da halte ich an. Und wenn die jetzt hochkommen, zack, zack, zack. Oh, oh, geh weg. Ja, nein! Was war da denn los? Da habe ich echt zu lange gewartet. Mensch, Mensch, Mensch. Nochmal. Zack, 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 zack. Warum bin ich da nicht rübergekommen? Da braucht man einfach nur den Joystick nach rechts bewegen. Einen habe ich noch. Zack, 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 zack. Ach so, die muss die Keule nach hinten haben. Oh, ich Trollo. Hab nicht dran gedacht. So, komm, ein letztes Mal. A, N, D. Zack, dritter Platz. Ja, meine Highscore. 1760 Punkte. Macht mir das erstmal
nach. Ich würde sagen, Game over. Wir lassen einfach das Bild so stehen. Ja, schade, ohne Musik ein bisschen langweilig. Joystick wegstellen, ich erzähle euch noch ein bisschen was. Insgesamt gibt es ein langes Level. Ja, und das wird, wenn man es einmal geschafft hat, immer schwieriger und schneller. Geht dann immer wieder von vorne los. Am Ende, Achtung, haltet euch die Ohren zu, wenn ihr es selber noch schaffen wollt, dann gibt es eine Endsequenz, die dauert etwa 5 Sekunden lang. Die gerettete Dame, die haben wir dann nämlich im Schirm, die wirft unserem Helden, dem Thor, einen Kuss in Form eines Herzens zu, was über den Bildschirm schwebt. Und wenn wir das dann einfangen, dann bekommen wir ein Bonusleben. Ja, ansonsten keine Musik, keine Glückwünsche. Schade eigentlich, hätte man ein bisschen mehr rausmachen können mit dem Ende. Das enttäuscht mich ja so ein bisschen. Das Herz, das erinnert mich so ein bisschen an Popeye. Popeye, auch das habe ich euch mal im Rahmen der C64-Spielzeit vorgestellt. Ich verlinke euch das mal, wer es noch nicht gesehen hat. Ist schon ein bisschen länger her. Auch ein cooles, aber einfaches Spiel von der Aufmachung. Ja, gut, okay. Das Spiel, das wurde neben dem Commodore 64 auch auf dem Apple II, auf dem Atari, auf dem ColecoVision, für DOS auf dem PC und für den ZX Spectrum, eben schon genannt, umgesetzt und auch einigen Systemen mehr. Also das war ein voller Erfolg und wurde breit gestreut, sage ich mal. Das ist wahrscheinlich auch so ein Teil des Erfolges, dass es so bekannt war. Eine Werbung habe ich bei meinen Recherchen auch gefunden. Ich blende euch die mal ein und dieses Mal aus einem deutschsprachigen Spielemagazin. Oben in Gelb, super Comic, super Action, super Spaß und das Spitzenspiel von Sierra Online. Ja, da loben sich die Macher selbst. Ganz groß und auch in Gelb, der Name des Spiels füllt fast 2/3 der Seite und mit einer Staubwolke schießt Thor auf seinem Einrad von hinten, von den Bergen kommend, nach vorne rechts aus dem Bild. Er hat eine hohe Geschwindigkeit drauf, ähnlich dem Loading Screen. Dann haben wir hier noch zwei andere Spiele, die hier unten beworben werden. Einmal Frogga und einmal All's Well, ja, die sollte man kennen. Und es handelt sich natürlich um die Anzeige oder eine Anzeige von Sierra Online, die sich selbst sehen als mit vielen Hits weltweit ganz vorn. Ja, okay, das kann ich bestätigen. Oben rechts dann noch zwei Screenshots, die stammen aber nicht vom Commodore 64. Das habt ihr jetzt ja gesehen, die sehen ja komplett anders aus. Also die Anzeige, die gefällt mir richtig gut. Schön bunt, ja, und es sieht mit dem rasenden Tor auch nach jeder Menge Action aus. Genau solche Anzeigen haben mich damals fasziniert und meine Kinderaugen an das Heft und an die Anzeige gefesselt. Ja, die Spieler von damals, da konnte ich so einiges lesen, die fanden es zu simpel, dieses Spiel, und vor allen Dingen auch zu kurz und ihnen fehlte die Musik. Aber alle haben es gespielt und fanden es unterhaltsam. Also das ist so eine einheitliche Meinung. Und die Spielezeitschriften von damals, auch da habe ich einiges lesen können, die fanden die Grafik originell, den sich wiederholenden Sound und beziehungsweise die Effekte, den fanden sie allerdings nervig. Und das Game, das war zu leicht, denn nach wenigen Versuchen konnten die Redakteure eines Spielemagazins, das konnte ich lesen, das ganze Spiel schon durchspielen. Andere Redakteure, die fanden die Comic-Umsetzung toll und das Spiel süchtig machend. Und die ZEP 64, Ausgabe Mai 1985, also 2 Jahre nach Erscheinen, die vergab 57 von 100 Punkten. Also das ist ja nur die Hälfte, das ist nicht ganz so viel. Okay, da war das Spiel aber auch schon 2 Jahre auf dem Markt. Man kannte wesentlich modernere und neuere Spiele. Und ich denke, das hat bei der Entscheidung der Redakteure auch so ein bisschen damit reingespielt. Ja, kommen wir zu meiner Beziehung zum Spiel. Ja, das Spiel, das ist mit 1983 nicht nur sehr alt, sondern wir haben es deshalb auch schon ziemlich früh in unserer Sammlung gehabt. Natürlich haben wir es auch das ein oder andere Mal gespielt, selbstredend. Den zweiten Teil, Grox Revanche, den fand ich dann aber doch noch besser und moderner und den habe ich dann auch ja wesentlich öfter als diesen Teil hier gespielt. Meine Bewertung, eine witzige Spieleidee mit einem Kultspiel, jedenfalls für mich, das gehört auf jeden Fall in jede Sammlung. Eine Highscore-Liste zum Eintragen, ja, ihr wisst, das mag ich ganz besonders. Und ein kleines, aber feines Ende, wenn man seine Freundin dann am Schluss befreit. Davon habe ich euch ja eben berichtet. Was mir dagegen nicht so gut
gefällt, das ist, es gibt überhaupt keine Musik. Total ruhig. Also da fehlt mir so ein bisschen der Antrieb. Mit einer fetzigen Musik hätte ich total witzig gefunden. Und die Grafik, ja, die ist für das Spiel auf jeden Fall ausreichend. Ja, 1983. Deshalb möchte ich ja gar nicht so negativ drüber sprechen. Aber auch etwas minimal. Ihr seht es hier, da hätte man bestimmt ein bisschen, wenn es nur einen ganz kleinen Tucken mehr gewesen ist, hätte man da machen können. Aber gut, okay. Mein Wiederholungsfaktor, Daumen schräg, ja, nach oben, wenn nicht sogar ganz nach oben. Ein nettes kleines Spiel, die Steuerung, die hat man sofort raus, das habt ihr gesehen. Und das Spiel hatte mich auch sofort in der ersten Runde in seinen Bann gezogen. Und Runde für Runde geht es dann nur noch ums Weiterkommen. Und ja, es zieht einen so richtig in den Bann und macht richtig viel Spaß. Also mir gefällt das Spiel und ich kann mich da eine ganze Zeit lang damit befassen und dabei die Welt vergessen. Also ich werde es jetzt auf jeden Fall wieder mal öfter spielen. Danke, Paddy, für die tolle Erinnerung. Und ich musste ja dieses Spiel einfach nur aus dem Schrank ziehen und mal wieder einlegen in die Datasette. Außerdem gilt natürlich auch hier ein tolles Spiel für zwischendurch und passend zu meinem Motto. Eine schnelle Runde geht immer. Ja, so. Und jetzt spielen wir noch eine Runde, eine schnelle. Und dabei sage ich, gebt mir doch gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video und auch das Spiel mit all den Informationen, die ich euch rausgesucht habe, gefallen habe und ich euch ein wenig unterhalten konnte. Das ist nämlich mein Brot und mein Lohn, die mich glücklich machen und noch glücklicher, das wisst ihr, machen mich natürlich Kommentare mit euren Beziehungen zum Spiel, eurer Meinung. Habt ihr das Spiel auch gehabt? Habt ihr vielleicht die Cartridge-Version gehabt oder sogar eine der anderen Versionen, die dann später irgendwann mal kamen mit anderem Cover? Die waren ja eigentlich immer ähnlich, aber da gab es auch ein blaues Cover. Also all das möchte ich von euch hören, was euch gefällt, was euch nicht so gut gefällt. Eure Erinnerungen an die Spiel, ihr wisst ja schon Bescheid. Und ja, wer noch nicht hat, der, ihr wisst ja, es gibt übrigens auf jeden Fall eine Antwort, ne? Das ist garantiert. Und ich wollte sagen, wer noch nicht hat, schließt gerne ein Abo ab auf meinem Kanal hier. Das ist kostenlos, tut nicht weh. Und damit wird die Community immer größer. Wir gehen auf die 1000 zu. Ich freue mich total, wenn es endlich soweit ist. Helft mir dabei, empfehlt mich weiter. Und da sind wir schon wieder am See. Ja, und wer dann noch die Glocke aktiviert, wie die ganz Verrückten unter euch, ihr wisst, wie ich es meine, der verpasst dann garantiert kein Video mehr. Ja, und damit würde ich sagen, komm, jetzt geh weg. Ah, Mist. Macht's gut, bleibt gesund und bis zur nächsten C64-Spielzeit. Euer Andira. Ja, Mann, nimm doch diesen blöden Stock, diese Keule da aus dem Gesicht. So, jetzt warten wir einfach mal ab. Jetzt schlägt er wieder zu. Okay, jetzt können wir mal so langsam hier, zack, zack, zack. Ja, ausgetrickst. Ausgetrickst. Komm, und jetzt Vollgas. So, und ihr schaltet ab.